Moin Leute, ich bin's Julian, das ist Paddy. Hallo. Und das hier ist unser neues Setup. Wir haben in letzter Zeit echt einiges hier bei uns umgebaut. Und ja, Paddy, wie findest du es? Ich find's toll. Also ich find's richtig schön gemütlich hier. Wir haben ja auch wieder unsere Bittergurkas am Start. So ein paar Elemente aus der Halle wieder mit eingebaut. Ja, also was zum Snacken haben wir auch dabei. Willst du was zum Snacken? Ich nicht, danke. Aber du kannst dich gerne bedienen. Ah, das ist ja richtig klassisch hier. Ja, also so ein richtiges Retro-Ding. Hat meine Mama beim Aufräumen gefunden. Das ist noch aus meiner Kindheit. Aber nein, nicht die Bonbons. Also die Bonbons sind frisch, die habe ich heute Morgen noch eingefüllt, nur der Automat. Mein Zuckerlevel ist jetzt, glaube ich, wieder auf dem Top-Niveau und dementsprechend können wir auch anfangen, denn es gibt heute MagSafe-Zubehör für euch. Alles kostet unter 30 Euro, da sind wirklich coole Sachen dabei. Von daher würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Auf geht's! Zuerst möchte ich euch meinen Favoriten zeigen. Das ist dieses Ladegerät und ihr seht es schon an meinem Gesicht. Ich habe mich mega drauf gefreut, weil ich es super cool finde, MagSafe im Auto zu benutzen. Funktioniert im Endeffekt ganz klassisch. Wir haben hier den Magneten, unser iPhone, es wird dran gehalten und dann hält es fest. Und auch wirklich, wenn ich über Schotterpisten fahre und es wirklich ruckelt, es passiert nicht. Es lädt nicht schnell auf, das muss man dazu sagen. Ich glaube, Apple limitiert das da auch so ein bisschen bei Drittanbietern, weil es ist ja jetzt nun mal kein Schnellladegerät von Apple, was gerne mal 45 Euro kostet, sondern es ist eben ein Drittanbieter, der hier ein Ladegerät mit eingebaut hat. Das hat aber auch den Vorteil, dass es extrem günstig ist, denn dieses Ladegerät kostet nur 26 Euro und das finde ich wirklich krass. Man bekommt die Halterung, das Ladegerät selbst und das alles für gerade mal die Hälfte wie der Preis, den Apple nur für sein Kabel verlangt. Also dementsprechend finde ich das wirklich extrem krass vom Preis. Es funktioniert im Endeffekt über USB-C. Das müsst ihr einfach im Auto anschließen. Das kommt dann hier unten rein. Dann sieht man auch so einen schönen Lichteffekt. Und darüber wird das Ganze dann halt in der normalen Geschwindigkeit aufgeladen. Was mir fürs Autofahren aber auch reicht. Jetzt ist wahrscheinlich hinten dran so ein klassischer Halter für diese Lüftungsschlitze. Diese ja, Lamellen, ja, ne? Genau. Also das funktioniert eben, indem man das so einklipst und das muss man dann in diese Lüftungsschlitze, in diese Lamellen. Wie ist das denn bei mir? Weil ich habe ja nur diese runden. Kriege ich das da auch dann da rein? Ja, du hast so einen runden Kreis, ne? Da geht es nicht. Du musst schon diese ganz normalen horizontalen Lamellen dafür haben. Schade. Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Wenn das geht, ist hast es aber mega... Hast du schon heiß gemacht drauf, muss ich sagen. Hab mich eigentlich schon drauf gefreut, aber das ist ja dann schade. Ich muss mal auf Amazon gucken, vielleicht gibt es die auch noch mit einem anderen Aufsatz. Ja, aber geil. Eigentlich ist der schon gut durchdacht, aber ja. Man braucht eben die Lamellen. Das nächste Zubehörteil hat tatsächlich einen ähnlichen Ansatz. Es will ein verdammt teures Apple-Produkt deutlich günstiger machen, und zwar das Apple Wallet. Ich denke, das kennen viele. Es ist vom Konzept her so aufgebaut, man macht es einfach hinten auf die Rückseite von seinem iPhone und ja, hat dann einfach seinen Geldbeutel immer sehr, sehr kompakt dabei. Und ich muss sagen, das funktioniert mit dem Flitzer-Wallet auch sehr, sehr gut, auch wenn ich sagen muss, hey, der Name ist jetzt nicht so geil, also das da hinten draufstehen zu haben, aber egal. Es geht erstmal um die Sache, denn dieses Produkt ist deutlich günstiger. Es kostet etwa 22 Euro, glaube ich. Und das Apple Wallet kostet... Das ist ein Preisunterschied. Ja, es kostet halt leider 65 Euro. Das ist schon echt frech eigentlich. Also es ist eigentlich nur ein Drittel des Preises, wenn man sich das mal überlegt. Dementsprechend war da auch meine Kompromissbereitschaft ziemlich hoch. Aber so viele Kompromisse muss man jetzt gar nicht eingehen. Weil im Endeffekt ist es okay verarbeitet. Das Apple Wallet ist schon besser verarbeitet, auf jeden Fall. Der größte Knackpunkt ist vielleicht, dass es nicht so stark vom magnetischen Halt ist wie das Apple Wallet. Das heißt, ihr seht, wenn ich das jetzt hier wirklich gleich mal so stärker halt schüttel, dann fällt es schon raus. Auch wenn das jetzt etwas ist, was wahrscheinlich eher im Alltag nicht passiert. Wenn ich es einfach hinten drauf habe, so, dann ist das relativ safe. Ich kann es auch einfach hier in meine Hosentasche schieben. Passt. Ich kann es auch wieder rausziehen. Es bleibt dran. Das muss ich sagen, hatte ich so in den YouTube-Videos, die ich zum Apple Wallet gesehen habe, immer so ein bisschen das Gefühl, man hat es schon teilweise echt drauf angelegt, ja, dass es so rausflitscht. Also wenn das noch nicht mal so gut hält wie das Original und trotzdem nicht abgeht, dann reicht es doch eigentlich. Man soll es ja im Alltag auch abbekommen, ne? Ja, ich meine, der größte Vorteil ist eben auch, dass man nicht zwei Gegenstände mehr hat, die dann noch mit aufeinander so kratzen können und sowas. Ja. Und das ist ja auch wirklich vom Formfaktor her deutlich kompakter als jetzt so eine normale Geldbörse. Was passt im Endeffekt rein? Ich habe jetzt hier gerade zwei Karten. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade gut drauf hast. Also ich habe zwei Karten drin. Da kann man also Perso und eine EC-Karte mitnehmen. Ich habe zwei 50-Euro-Scheine und ich habe dann noch hier eine Münze drin. Und wenn man das jetzt rauskriegt, ist bei der Münze tatsächlich ein bisschen schwieriger. Die Karten kann man hier so hochwischen. Da gibt es hier hinten einfach so eine Öffnung, wo man dann mit seinem Daumen halt durchwischen kann. Prinzipiell wirklich cool und gerade für 22 Euro kann man das Ganze definitiv empfehlen.
Als nächstes will ich mit euch jetzt nochmal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn die beiden Zubehörteile hier sind vom Konzept her sehr ähnlich. Es sind einfach Standmöglichkeiten für euer iPhone, die gleichzeitig auch das iPhone aufladen, denn hier wird einfach jeweils das MagSafe-Ladegerät, was man eben bei Apple für 45 Euro gekauft hat, eingebaut, um dann halt das iPhone magnetisch aufzuladen. Wenn ihr das jetzt hier seht, das ist es ja geil. Lädt auf. Das ist ja wie, als würde es so schweben. Es ist ultra geil. Also gerade hier ist es halt so eine schwebende Möglichkeit. Man kann das auch nochmal drehen. So, jetzt lädt es auch wieder auf. Also das ist wirklich cool. Das Einzige, was ich nicht so gut finde, ist, dass man nicht einfach das iPhone abheben kann, weil es ist so stark fest, dass man immer zwei Hände braucht. Man muss eins dran halten und dann kann man es erst abnehmen. Ne? Ich kann das jetzt hier nochmal abbauen, dass ihr es euch besser vorstellen könnt. Vom Kabelmanagement ist das natürlich auch nicht so geil, da kommt das Kabel einfach hinten raus. Hier funktioniert das Ganze aber wieder ähnlich. Man hat hier wieder diese Vorrichtung fürs MagSafe-Ladegerät. Ich finde es hier einfach schön, wie das vom Kabelmanagement gelöst ist. Hier kommt einfach sauber ein Kabel raus. Kann sich das irgendwie schöner auf dem Tisch stellen. Nur der Winkel, finde ich, ist ein bisschen problematisch. Also wenn ich das jetzt hier mal drauf stelle, es ist natürlich viel flacher jetzt so einfach. Ja, das finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so blöd. Ich habe da so eine kleine Phobie. Also ich habe diese Wireless Charger immer auf dem Nachttisch stehen. Ja. Und wenn die so sehr senkrecht sind, habe ich immer das Gefühl, wenn da einer meine Cam hackt, sieht er alles. So geht da eigentlich nichts. Ja, okay, so würde er die Decke sehen, ne? Ja, genau. Ja. Also ich hätte vom Winkel her, würde ich das favorisieren. Das hier ist halt schöner, wenn du es halt so aktiv verfolgen willst. So am Schreibtisch sitzt du so, du willst mal drauf gucken. Oder in der Küche. Oder in der Küche, also alles cool. Beide Standfüße sehr, sehr hochwertig und sehr geil. Also wirklich, ich freue mich, die zu benutzen. Ich denke aber, das war's jetzt mit dem MagSafe Zubehör. Ich hoffe, es war spannend für euch. Mich hat es auf jeden Fall mega begeistert. Und ich denke auch, dass gerade in dem MagSafe-Bereich noch viel passieren wird. Also da wird es noch richtig viele neue Produkte geben. Und Leute, wir werden da safe nochmal ein zweites Video drüber machen. MagSafe. Aber MagSafe. Der war schon wieder so halb schlecht, aber wir werden nochmal MagSafe ein Video darüber machen. Deswegen abonniert sehr gerne diesen Kanal, da freuen sich Paddy und auch ich. Und wir sehen uns deswegen dann auch beim nächsten Mal wieder. Also Leute, macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.